Gregor Högler, der Wettkampf ist hochklassig, aber der Lucke ist jetzt in den letzten drei Versuchen nicht mehr dabei. Wie ist Ihre erste Analyse? Naja, es ist eigentlich das passiert, was passieren kann. Er hat den ersten riskiert, hat den nicht getroffen, hat ein bisschen überbased und dann kommst du schwer rein und wieder zurück. Und dann waren halt, war der Druck nach vorne nicht mehr so hoch. Also muss man sich so vorstellen, man kann, wenn man langsam anfängt steigern, ist es immer leichter, als wenn man überzieht, dann wieder zurückzukommen. Nicht? Aber unser Motto war halt, lieber Zwölfter und drei Ungültige und eine Chance ganz vorne zu haben, als jetzt Vierter zu werden. Und jetzt ist halt das passiert, er hat ihn erst nicht ganz getroffen und dann hat er keinen einzigen Diskus mehr in der Achse getroffen. Und das ist halt dann unter Stress schwierig. Ja. Also wie gesagt, man sieht, wie stark das Feld ist. Wenn du mal einen Fehler machst, dann bist du weg und jetzt ist er Top 10. Natürlich ist es enttäuschend, brauchen wir nicht schönreden, aber das macht eben den Sport aus und die anderen sind ja Top-Athleten. Und ja, ich gratuliere den anderen, die sind vorn und denke schon nach, wie wir es nächstes Mal besser machen. Und dann greifen wir halt wieder an bei der Europameisterschaft. Ich bin nicht der Typ, der jetzt zum Weinen anfängt. Ne? Dankeschön.